Und was ihr ja alles haben wir eigentlich nicht wisst, die Eierringe kommt man nur rüber, wenn man gumpen tut und sagt: Röli, Röli, Röli. Herrlich, hervorragend, schön, rüdig schön! Vielleicht müsste Florian Inhauser das nächste Mal auch springen und Röli, Röli singen. Ja, das wäre ja auch nur konsequent, wenn die, die entscheiden, auch die Folgen tragen müssen. Ja, das ist die eine Seite, aber es gibt eben auch Haken, Fragezeichen. Zum Beispiel die Frage, könnte dies vielleicht dazu führen, dass ärmere Kantone vielleicht zu... Da haben uns die Zuschauer bzw. mich länger gesehen, als ihnen lieb ist. Wir bitten, das zu entschuldigen. Natürlich, natürlich. Beim Samstagjazz ist ein besonderer Gast zu Besuch. Einer hat nämlich noch gefehlt in der Runde von unseren Archivsendungen. Finde ich nicht so gut. Der Reto Scherrer. Und hey Reto, ich habe dich eigentlich schon auf einen gemütlichen Nachmittag eingeladen. Ah! Aber ein bisschen mitmachen müsstest du eigentlich schon. Ja, ich muss immer früh aufstehen, ich habe ein kleines Füßchen gemacht. Schön, hey, schön, da, dass du mich besuchst, danke, im Kägeritztal. Mit dem Bodensee da und so, ist wirklich super. Wo es eine Liegestuhl hat, bin ich daheim. Hey, aber jetzt gleich schnell. Was? Hast du ein bisschen Angst, dass du dich noch anstecken könntest? Wieso? Du hast doch gesagt, ich brauche noch eine Maske. In die Maske? Du sollst noch in die Maske, damit du nicht glänzt. Ah ja, dann nimm mich da schnell. Okay, Entschuldigung, hast du falsch verstanden. Wir müssten eigentlich Grillenzirpen hören, aber denen ist einfach zu peinlich, wie absolut nicht witzig das eben war. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, was dürfen wir von dir noch alles erwarten? Ja, ich bin ja nie ein Mensch, der irgendetwas geplant hat in meinem Leben. Darum habe ich jetzt auch 3 Kinder. Bitte, versuchen Sie nie wieder Witze zu reißen. Diese Teenies hat noch mehr Gigelisuppe als Reto Scherrer. Wir sind aus einer WG, also wir alle. Die ganze Schanze ist eine WG. Echt jetzt? Nehmen wir das gar nicht mehr ernst, oder? Doch, wir nehmen das schon ernst. Wirklich? In Bern sorgen die Teenies vor allem für Abfallberge. Ich bin mega erschrocken. Also so viel Abfall man legt, so mega stinkt nach Urin und alles. Wie das stinkt! Ich finde es einfach mega schade. Ja, es ist wirklich schlimm. Wir haben halt noch gelernt, Sachen aufzulesen, vorzuschmeißen. Das ist unschweizerisch, unpatriotisch, ist völlig daneben. Das ist verdammte Hurensauerei. Was soll die verdammte Scheiße? Und die, die das machen, sollten viel stärker bestraft werden. Finde ich gut. Zum Schluss noch was für die Fußballfans. Urgeil! Urgeil, urgeil, urgeil. Ich schön, wieder mal mit Leuten zum Fußball schauen. Das Beste vom Leben, was es gibt. Das Beste, wo geht's? Ja, genau, ey, Alter! Das Beste, was hier jetzt geht's. Urgeil, urgeil. Wir sind die Ersten, die Verhältnisse immer besser. Wir schlagen ein über die ganze Saison durch, wir werden Meister. Urgut! Endlich wieder St. Gallen! Die Leute gehen mit. Es ist echt cool, mal wieder mal weg zu sein von daheim. Also nicht das daheim. Maus, daheim ist schön. Ich habe mir überlegt, ich mache lieber einen Heimabend mit meiner Frau. Gabi. Alles super, Gabi. Aber es ist einfach schön, mal wieder mal nehmen, woanders zu sein und ein bisschen Party machen mit den Jungs. Nein, nein, ich möchte ehrlich mal zu Hause bleiben bei meiner Frau. Bis dann.